Dann begrüße ich Sie recht herzlich zur Pressekonferenz nach unserem Bundesligaspiel gegen Wolfsburg. Hier oben begrüße ich beide Trainer. Und dann würde ich Sie bitten, Herr von Bommel, mit Ihrem Statement anzufangen. Ja, erstmal gratuliere für die drei Punkte. Schade, dass wir die nicht mitgenommen haben natürlich. Ich fand es eigentlich unnötig, weil ich denke, dass wir ein gutes Spiel abgeliefert haben. Genauso wie wir das vorher abgesprochen haben. Und ich wusste auch, wir waren gut vorbereitet auf Hoffenheim. Und ich glaube, dass wir erste Halbzeit sehr gut gemacht haben, wenn wir da 2-0 machen. Oder vielleicht einen Elfmeter kriegen, dann ist das Spiel vorbei. Jetzt haben wir Hoffenheim natürlich die Möglichkeit gegeben, um zurückzukommen. Und das war kurz für die Halbzeit. Das war ein schlechter Zeitpunkt für uns. Und nochmals, ich kann schon sagen, wir müssen 2-0 in Führung gehen. Aber der letzte Pass und die Boxbesetzung war einfach nicht gut bei uns. Und in die zweite Halbzeit, ja, haben wir, glaube ich, einfach gut gespielt. Und dann aus dem Nichts kriegen wir das 2-1 und dann den Freistoß geht auch nochmal rein, 3-1. Und also das ist im Kurzen, Hoffenheim war sehr effizient, viel besser wie wir. Also von daher sind die drei Punkte für Hoffenheim. Ja, vielen Dank. Dann Sebastian, bitte mit deinem Statement zum Spiel. Ja, Marc, erstmal danke für die Glückwünsche. Ja, ich glaube, dass wir heute auf den erwartet schweren Gegner getroffen sind mit viel Selbstbewusstsein im Gepäck. Bisher wenig Gegentore, noch kein Spiel verloren und genauso sind sie dann auch aufgetreten. Und wir wussten, dass wir ein bisschen Leidensfähigkeit heute brauchen, gerade am Anfang. Gerade in der Phase, in der wir dann eigentlich ein bisschen gewachsen sind, ein bisschen mehr Zutrauen hatten, ist dann das 0-1 passiert. Und trotzdem habe ich eine Mannschaft gesehen, die nicht aufgesteckt hat, die natürlich ein bisschen nachgedacht hat, aber ich glaube, das ist menschlich und nachvollziehbar, aber sie hat nicht aufgesteckt und ich meine auch in der ersten Halbzeit schon die ein oder andere Situation gesehen zu haben. Wir hatten enorm viele Flanken, deutlich mehr als es die Wolfsburger hatten in der ersten Halbzeit. Habe das Gleiche auch bei uns gesehen, Thema Boxbesetzung, Variabilität bei der Reingabe, unterm Strich. Machen wir dann trotzdem aus einer Ecke, kurz davor hatten wir noch eine Chance über David, der dann den Ball nicht auf André bringt und daraus entsteht eine Ecke. Aus der machen wir das 1-1 und ohne Frage, das hat uns gut getan. Natürlich hilft einem das dann in der Halbzeitpause für die Ausrichtung, auch für die zweite Halbzeit. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, auch davor schon, dass wir es heute wollen, dass wir es uns erfeiten. Auch in der zweiten Halbzeit gab es Phasen, die schwierig waren. Ja, die Wolfsburger haben einfach gerade über Weghorst, der unheimlich viele Bälle festmacht, die Möglichkeit einerseits kurz zu spielen, andererseits aber auch über lange Bälle dann, die festgemacht werden, das Pressing ins Leere laufen zu lassen. Und das war gerade am Anfang der Fall. Aber die Jungs waren diszipliniert, haben es durchgezogen. Und dann machen wir natürlich in einer typischen Kombination, würde ich sagen, Flo auf Pavel, der im richtigen Moment reinstartet und dann genau diese Variabilität bei der Reingabe zeigt, den Kopf nochmal hebt, in den Rückraum spielt und dann ist Baumi da. Natürlich war das für uns ein Brustlöser, ein Knotenlöser und genauso habe ich dann die Mannschaft auch danach gesehen. Ich denke, dass wir dann gestärkt durch das Tor am Ende den Sieg uns auch erfeitet und erkämpft haben. Und den nehmen wir mit, der tut gut. Und trotzdem, und das war vorher schon klar, befinden wir uns in einem Prozess und den werden wir jetzt weiter bestreiten. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Sebastian. Und dann gehen wir in die Fragerunde. Die Mikrofone kommen von beiden Seiten. Bitte um Handzeichen und wir fangen hier in der Mitte an. Günther Schrott vom SWR. Hätten Sie gedacht, Sie hatten das ja unter der Woche angekündigt, dass Sie sicher sind, dass Kramaric sein erstes Tor schießen wird? Das ist immer so ein Thema für uns Journalisten, dass wir darüber nachdenken, wieso dauert das so lange? Natürlich schießt er irgendwann sein erstes Tor, aber hätten Sie gedacht, gegen diese Innenverteidigung mit dem Kopf, dass Kramaric mit dem Kopf gegen die, ich glaube, Castells ist 1,97 Meter, Wout Weghorst ist 1,97 Meter, Kramaric 1,77 Meter? Ja, sagen wir mal,
wenn ich jetzt hätte wählen müssen, dann hätte ich eher auf dem Abschluss mit dem Fuß gesetzt. Andererseits weiß ich, dass André ein ganz gutes Kopfballspiel auch hat und wir jetzt allgemein auch bei Ecken ein bisschen gefährlicher werden. Ja. Dann war André in der Situation frei und dann hat das Ding drüber über die Linie gedrückt. Schön für André, schön für uns. Wird ihm sicher gut tun, aber ich hatte es ja unter der Woche gesagt, dass André irgendwann wieder trifft. Das ist einfach nur eine Frage der Zeit. Dass es heute passiert ist, umso schöner. Machen wir hier vorne weiter. Und dann gehen wir zur Rhein-Neckar Zeitung. Entschuldigung. Kevin Schwank, Bild-Zeitung. Marc, grüß dich. Kannst du mal beschreiben, wie es in dir aussieht? Brodelst da? Ist jetzt die erste sportliche Niederlage, seitdem du bei Wolfsburg bist? Ja, das ist nicht nur, weil es das erste Mal ist. Immer wenn man verliert, ist man verärgert. Egal, auf welche Art und Weise auch. Gut, dann gehen wir hier hinten zur Rhein-Neckar-Zeitung. Herr Wittig. Herr Hoeneß, Sie haben wieder einmal ein Top-Team geschlagen, eine der spielstärksten Mannschaften der Liga. Tun sich dafür, auch in Dortmund hatten Sie ja sehr gut gespielt und unglücklich verloren, tun sich dafür gegen Mannschaften wie Mainz und Bielefeld sehr schwer. Haben Sie da eine Erklärung dafür? Ich muss das wiederholen, was ich unter der Woche schon gesagt habe. Wir sind gar nicht gut reingekommen, gerade defensiv gegen Bielefeld. Anschließend habe ich uns ziemlich dominant gesehen und am Ende auch mit genug Möglichkeiten, um das Ding zu ziehen. Natürlich kann man die Erwartung haben, nach Bielefeld zu fahren und einfach zu gewinnen. Hatten wir auch vor. Bei Mainz gebe ich Ihnen recht. Das war einfach ein Spiel zum Vergessen. Aber grundsätzlich sehe ich diese Tendenz nicht. Wir haben aber jetzt die Möglichkeit, das nächste Woche gegen den VfB schon zu zeigen und zu beweisen. Dann machen wir weiter beim Kicker und gehen dann nochmal zu Bild. Herr Hoeneß, Pavel Kaderabek kam ein bisschen schwierig ins Spiel, sah auch vom 0-1 sehr passiv aus durch Baku. In der zweiten Halbzeit dann irgendwie wie verwandelt, super Timing, dann auch noch klasse nachgesetzt beim Tor. Haben Sie was Spezielles zu ihm gesagt in der Halbzeit oder ist es jetzt einfach das, was Sie auch schon zuletzt angedeutet haben, er braucht halt auch noch Routine, Spielpraxis wieder mehr? Ja, also ein Stück weit. Also ich habe nichts Spezielles zu ihm gesagt. Ich habe natürlich an die Mannschaft eine Botschaft versendet, dass wir da einfach unnachgiebig dranbleiben sollen, immer wieder unsere Momente suchen sollen, einerseits diszipliniert zu verteidigen. Aber bei Pavel ist es genau so, wie Sie es gerade gesagt haben. Er war lange Zeit raus, hat die Vorbereitung über einen langen Zeitraum überhaupt nicht absolvieren können. Und dafür war es eigentlich schon erstaunlich, wie stark er auch in Bielefeld gespielt hat. Das hat er heute ein bisschen gebraucht. Man darf nicht vergessen, er hat einen Schlag direkt am Anfang bekommen, da wo er auch dann behandelt wurde, Zusammenprall mit Brooks. Ich weiß nicht, ob das vielleicht noch ein bisschen nachgewirkt hat, aber unterm Strich hat er natürlich dann in der zweiten Halbzeit für uns ganz entscheidend mitgewirkt. Ja, bitte. Marc, ihr seid jetzt, das ist eigentlich eine ungewohnte Situation, seit 3 Spielen sieglos. Kannst du mal sagen, was gerade fehlt, um diese Dreier einzuholen und vielleicht was du jetzt machst, um gegen Sevilla diesen Bogen hinzukriegen? Schön, dass du sagst, also dass du es nicht gewöhnt bist, dass wir dreimal hintereinander nicht gewinnen. Wir müssen ja auch realistisch bleiben. Ne? Es ist nicht so, dass wir jedes Spiel jetzt gewinnen oder gewinnen müssen. Man muss auch jedes Mal gucken, wie die Situation ist, wie entsteht sowas. Und dann kann man jedes Spiel anders bewerten. Ne? Es ist nicht so nur Fakt, das Ergebnis. Da muss ich dich recht geben, wir haben verloren und zweimal unentschieden gespielt. Also die Serie ist schon 3 Spiele. Das ist ja sehr einfach. Dann machen wir hier Entschuldigung, nochmal eine Nachfrage. Wie wir die Wende kriegen, dass wir wieder gewinnen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir in einer Krise sitzen. Ne? Das ist auch unglaublich, dass wir jetzt reden, wie kriegen wir die Wende. Als ob wir hier 10 Spiele hintereinander nicht gewonnen haben. Wir müssen ja auch mal ein bisschen ruhig bleiben und mit beiden Füßen auf dem Boden. Ne? Es ist nicht so, dass wir jetzt 3 Spiele nicht gewinnen. Schau, das Champions-League-Spiel, da haben wir mit 10 Mann gespielt, 35 Minuten. Gegen Frankfurt muss man auch gewinnen. Und heute hat man auch gewinnen können. So kann man das auch schreiben. Ne? Dann machen wir hier bei Ulrike John von dpa weiter und gehen dann eine Reihe nach hinten zur Heilbronner Stimme. Herr van Bommel, Ihre Mannschaft hat sehr souverän gewirkt am Anfang, auch körperlich sehr präsent, physisch sehr stark. War das eher dann eine Kopfsache irgendwie, weil das Selbstbewusstsein auch so groß war, dass Sie das Spiel noch verloren haben?
Wie meinen Sie, Entschuldigung? Ihre Mannschaft war am Anfang sehr überlegen, auch körperlich sehr überlegen, sehr präsent, sehr souverän. Woran lag es, dass sie noch den Faden verloren hat und das Spiel noch verloren hat? War das eher vielleicht auch eine Kopfsache oder war es was Spielerisches oder was war es einfach? Na, das ist immer schwierig zu erklären. Ne? Wenn man kurz vor der Halbzeit den Ausgleich kriegt, dann ist das nicht einfach. Aber ich glaube, dass wir am Anfang von der zweiten Halbzeit einfach so weitergespielt haben, so wie wir das in der ersten Halbzeit auch gemacht haben. Nur wir haben kein Tor geschossen und aus dem Nichts macht Hoffenheim das zweite Tor. Dann kommt ein Freistoß nochmal drüber. Ja, dann wird es schwierig, 3-1. Vielleicht werden wir da kurz vor Ende noch die Möglichkeit da reinschießen, wo Luke Bacchio den Ball vorgibt. Dann gibt es vielleicht noch 4-5 Minuten, wo man eine Chance hat. Aber wenn man 3-1 hinterliegt, dann kann man das Spiel sehr schwierig drehen, wenn man noch 5-6 Minuten hat. Aber es war keine Kopfsache, im Gegenteil. Mit der Huber von der Heilbronner Stimme und dann gehen wir nochmal zu Bild. Herr Hoeneß, Sie haben vorhin die vielen Flanken angesprochen. Pavel Kaderabek und David Raum zwei Torbeteiligungen heute jeweils hatten. Ist es dann Zufall oder einfach nur die Konsequenz daraus? Klar, wenn du natürlich viele Hereingaben hast, viele Durchbrüche am Flügel, erhöhst du natürlich die Wahrscheinlichkeit, auch darüber ein Tor zu machen. Dass beide auch, David hat es letztes Jahr in der zweiten Liga gezeigt, aber schon über Jahre jetzt in der Bundesliga in der Lage sind, darüber torgefährlich zu werden. Das wissen wir und natürlich brauchen wir das auch und hoffen wir uns das auch, indem wir immer wieder dann auch den Gegner bewegen und dann am besten am Flügel durchbrechen. Dann bitte nochmal die Bild. Ich versuche es jetzt mal mit einer positiven Sache. Riedler Baku hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Vielleicht etwas überraschend heute mehr auf links. Ist das auch zukünftig so ein Gedanke, gerade weil er dann auch nach innen ziehen kann und ein relativ schönes Tor schießen kann? Und hast du das Gefühl, dass er jetzt wieder so ein bisschen bergauf geht? Weil ich hatte den Eindruck, dass er zuletzt so ein bisschen, will ich nicht sagen, formtief sagen, aber ein bisschen geschwächelt hat. Aber Kevin, schön, dass du ihn gut fandst. Ich glaube, dass Riedle das gut gemacht hat, aber das auch bewusst gemacht haben, weil er kann schön zwischen die Linie spielen. Er ist ja auf mehrere Positionen einsetzbar, genauso wie viele andere bei uns. Und das ist der Vorteil, dass man auch wechseln kann. Dass da andere Spieler auf andere Positionen stehen, der Gegner muss sich einstellen. Unser Spiel ändert sich ein bisschen in unsere Prinzipien. Und das ist ja schön, um zu sehen, dass man mehrere Möglichkeiten hat. Und dann kann man auch nochmal auswechseln. Und Riedle ist ein Spieler, der sehr viel und sehr gute Fähigkeiten hat. Nominiert wurde für die Nationalmannschaft und musste zurückkommen. Das hat er gut verkraftet, aber er ist halt jung und deswegen müssen wir auch dahin unterstützen und helfen. Aber ich glaube, dass fast alle Charaktere in unserer Mannschaft sehr stabil sein und deswegen mache ich mir auch gar keine Sorgen über Riedle. Und ich glaube, dass du es auch nicht machst, sonst du fandst ihn ziemlich gut, ne, heute. Da sind wir uns einig. So, gibt es weitere Fragen? Ansonsten kommen wir zum Ende. Doch, Herr Huber noch mal von der Heilbronner Stimme, gerne. Herr Hoeneß, Sie hatten bei der PK gesagt, dass es sicherlich keine Fünfwechsel geben wird. Es gab einen in der Startformation. Ist es jetzt so die Stammelf, die Hoffenheim einfach auch braucht, um auf Dauer erfolgreich zu sein? Nein, also es gibt keine Stammelf. Worum es mir einfach geht, ist, dass wir eine gewisse Achse auf dem Platz haben, die uns dort Stabilität gibt. Wir brauchen Konstanz in den Abläufen, Automatismen. Und da hilft es natürlich nicht, Woche für Woche fünf Wechsel zu machen. Aber das heißt nicht, dass es dann auch zum Stuttgart-Spiel wieder Wechsel gibt. Die Trainingswoche ist entscheidend. Die Dinge, die im Training gezeigt werden, die entscheiden über Spielen oder nicht spielen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Spieler das wissen. Es gibt ein Leistungsprinzip und das wird angewendet. Aber aktuell war es jetzt einfach für uns, gerade nach dem Spiel Mainz auf Bielefeld, 5 Wechsel, auch, glaube ich, ganz gut, mehr Kontinuität zu haben. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann bedanken wir uns bei Ihnen, wünschen unseren Gästen guten Nachhauseweg und allen Gästen im Businessbereich noch einen schönen Abend bei uns in der PreZero Arena. Danke, ciao.